Das Auto war früher der Traum von Freiheit und Unabhängigkeit. Die Ingenieure Andreas Piepenbrink und Peter Gutendorf haben für Karmann lange daran gearbeitet. Naja, als Produktentwickler kriegt man ja normalerweise Vorgaben. Wenn aber die Vorgaben fehlen, wie zum Beispiel im Hausspeicher, wie die funktionieren, wie die aussehen sollen, was die für Nutzen haben sollen, dann muss man sich die Vorgaben selber machen. Und das führt dann zu unternehmerischem Handeln. Dann macht man sich Gedanken über Markt, Kunden und über Design. Aus diesem Grund haben wir überlegt, wie ein Hausspeicher aussehen muss, damit er zu echter Unabhängigkeit mit echten Stromnetzen führt und nicht nur zu reiner Wechselrichtertechnik. Erneuerbare Energie ist das ideale Medium für Freiheit, für Unabhängigkeit und für Autarkie in Strom, Wärme und Mobilität. Aus den Karmann-Ingenieuren wurden Produktentwickler für die Energiewende. Freiheit modern gedacht. E3DC mit seinem Hauptsitz im niedersächsischen Osnabrück. Schmiede der Hauskraftwerke mit der Trilink-Technologie an Bord. 100% Autarkie. Wenn Sie es wollen, wann Sie es wollen. Das Hauskraftwerk heißt so, weil es im Haus ein Kraftwerk darstellt. Das heißt, es erzeugt ein echtes Netz, so wie es ein Kohlekraftwerk tut. Und das kann es, weil die zugehörige Leistungselektronik diesen Inselbetrieb dauerhaft unterstützt und die ganze Systemarchitektur so gebaut ist, dass alle Speicher- und Erzeugungseinheiten auf der DC-Seite, das heißt auf der Gleichspannungsseite, liegen und nicht auf der Wechselspannungsseite. Trilink funktioniert sowohl mit Stromnetz als auch ohne Stromnetz. Ich kann also das Stromnetz wegschalten und dann habe ich zu Hause eine komplette Inselversorgung, die so lange funktioniert, wie Energie nachgeschoben wird bzw. die Energie in den Batterien noch ausreicht. In dem Hauskraftwerk findet sich All-in-One. Es vereinigt Energieerzeugung, Energiespeicherung, Steuerung. Möglich ist das durch eine aufwendige Leistungselektronik. So, wie es sich die Produktentwickler gewünscht und auf dem Reißbrett komplett neu entworfen haben. Engineering made in Germany. Herstellung made in Germany. E3DC, das Hauskraftwerk. Echtes Kraftwerk, echtes Netz.